So, wir sind auf dem Weg zurück zur Lok. Die ist da vorne. Sie aufpassen, hier ist noch so ein Riesenvogel unterwegs. Sie geht jetzt nicht go Muniball und das Zeug. Ich versuche es direkt. Es ist wenigstens wieder Tag. Ich hoffe mal, die Gleise haben. Das Schwierigste wird wahrscheinlich dann da durchs Wasser zu kommen hier. Ein Wackeldackel haben wir. Jetzt sind natürlich dann noch Gegner, ich weiß nicht, ob wir die können attackieren können. Und ob ich noch... Oh, schön, mit Sonnenblende vorhin. Und... Ob ich noch muss schinnen. Da haben wir auf überfahren. Die Frage ist, ob wir das Ding da mitnehmen, da den Wagen hier. Wahrscheinlich nicht. Und eben, das eine Geheimnis konnte ich nicht können lüften, wo man hat müssen Benzin in ein Dings leeren, in einen Motor, dass du die Türen kannst auftun. Das ist auch ein bisschen scheisse. Dass man Strom hat für die Türen. Aber es kann ja sein, dass man das noch irgendwie vom Game aus machen kann. Bremse ist, du kannst jetzt da vorne fahren und den Wagen anschließen. Ja, unser altes Zuhause ist wieder da. Unser altes Zuhause. Ja, und jetzt? Muss ich chillen? Das ist irre! Onkel Archim, schon beim Störsender war mir klar, dass du was drauf hast. Was für ein Pracht! Man kann sehen, dass sie ordentlich gepflegt wurde. Im Gegensatz zu meinem armen alten Mädchen. Wie schnell sie auf gerader Strecke wohl fährt, das muss ich Christ unbedingt fragen. Obwohl, gibt es danke, nach all dieser Zerstörung. Wie soll ich dir bloß danken? Danke, Archer. Du bist ein Held. Ich würde ihn nicht behaupten. Oh, Jung. Wenigstens haben wir jetzt anständig. Das war großartig. Danke sehr. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff und dann bringst du es mit Duke und Crest zur Brücke. Während Crest die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Ich kann ja, dich und Duke... Da, wenn ich das Geheimnis will lüften, sollte ich es jetzt noch machen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Eine Sache noch, Archon. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein. Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht... Wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild. Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Viel Glück, Artyom.
Willkommen zurück, Ranger. Ach, offenbar habe ich mir unnötig Sorgen gemacht. Liegt wohl am Alter. Naja, wir haben uns alle Sorgen gemacht. Naja, aber Anna hat es auf die Spitze getrieben. Schau mal, Artyom. Ich habe eine Verbesserung für dein Tihar fertig. Probier sie einfach mal aus. Zum Montieren kannst du gerne die Werkbank nutzen. Das lernen wir mal. Ich kann gerade eine Waffe putzen oder was? Ah, das ist noch grösser. Nehmen wir das. Warte, Moment. Ich muss die noch putzen, bevor das nicht mehr geht. Ganz wichtig. Das ist voll. Haben wir nicht mehr. Jo. Zerlegen wird die auch nicht mehr. Das ist jetzt wirklich die Frage. Wir müssen eh noch in die Gegend. Da ist die Insel nicht weit. Wer weiß, vielleicht kann ich das nachher noch machen. Und? Bist du bereit für den letzten Vorstoß? Viel Glück und danke nochmal. Okay, die ist geladen. Die ja. Und die ja. Da kann ich ja nicht weiter vorfahren, das erledige ich auch sie. Jetzt hoffe ich, mein Boot ist noch da. Erwarten deine Befehle. Ja. Ich kann nicht da direkt vorlaufen, wenn ich will. Aber da noch das Boot. Ob das eine gute Idee ist, aber ich glaube, Laufen ist gefährlicher. Ich glaube, direkt den Hafen könnte ich fahren, aber dann muss ich alles umkehren. Da komme ich nicht drüber hier. Und an Land gibt es mehr Kämpfe. Kehren wir mal. Und schon wieder kommen die Spucker. Ja, die Boote sind so doof zu steuern. Das Königreich für ein Motorboot. Halleluja.
Halleluja. Und schon wieder attackiert. Schon kommt der Nächste. Oh, jetzt alle nachladen. Wenn da zwei kommen, wird es schwierig. Ah, da kommt noch. Ja, nicht zu fest an den Rand fahren, sonst bleibe ich wieder kleben. Gut, wenn ich jetzt nochmal auf die Insel gehe, bringt das eigentlich auch nicht viel. Weil ich habe wirklich probiert, den Motor zum Laufen zu bringen. Entweder habe ich schlecht geschaut. Atjom, ich sehe dich. Komm hier hoch auf den Kran. Ich sehe ja. Das Boot ist weg, das ich auf dem See habe. Ich muss sie zurücklassen. Schon mal oben gewesen. Da über den Wetti dann nochmal dort. Da kann sich da nicht. Wo ist das gewesen? Da vorne irgendwo. Dort ist auch das Schiff, das wir holen wollen. Hui. Was ist denn das? So du bist. Ich komme. Du hast es geschafft. Ich war krank vor Sorge, während du im Terminal warst. Aha. Ja, Max sagte, du hast den Schlafwagen mitgebracht. Du bist einfach der Beste. Tut mir leid, dass ich so viel rede, aber du hast mir gefehlt. Okay, zurück an die Arbeit. Verdammter Husten. Hab wohl zu viel Zeit auf der Deponie verbracht. Du verwandelst die Fläche, oder so? Also haben sie mehr Wachen als erwartet. Scheint was dran zu sein. Aber Kess sagt, dass solche Konvois üblicherweise von einem Kapitän kommandiert werden. Bis jetzt ist all das Erkunden nicht verfehlt. Da vorne muss ich noch her, genau das Gebäude dort. Vier an der Leiter des Schleppschiffs, ein paar am Pier. Sam nimmt die rechte Flanke. Bitte komm, Sam. Ich bin in Stellung, ich kann eine Wache sehen. Duke ist links vom Hangar. Bitte komm. Duke in Position. Bereit, die Wache auszuschalten. Idiot ist auf dem hinteren Kran. Einsatzbereit. Ich habe jeden einzelnen am Pier im Auge. Kirst hat das Untergeschoss ausgespäht. Sie sind gerade mit einer Reparatur beschäftigt. Könnte eine optimale Stelle sein, um unbemerkt hineinzugelangen. Gut, Atjom, wir sind alle bereit. Aus der Kirche bist du auch unauffällig herausgekommen, also mach das hier genauso. Ja, das macht ganz Spaß, wie die hier zu verwirbeln. Genug geredet. Also gut, Atjom, du hast die Leitung, du gibst die Kommandos. Durch die Halle durch, ich möchte ehrlich gesagt nicht. In der Zwischenzeit könntest du dich hier in der Kabine ausruhen. Ja, ich könnte jetzt auf die Nacht warten, aber ich weiß nicht warum. Aber ich weiß jetzt nicht genau. Wow, jetzt zeigt es das Boot an. So. Die Frage ist, wenn ich auf dem Schiff bin, ob ich noch die Chance habe, dort herzugehen. Ich da zu Fuß über. Sieht fast so aus auf den ersten Blick.
Aber es sind so komische Fähnchen, die ich sage, das ist... Das nimmt mich schon Wunder, wie man dort könnte... ...den Generator zum Laufen bringen. Ich hoffe, das gibt keinen Schaden. Und die sind schon hier. Ja, super. Ich habe gemeint, die sind erst beim Boot vorne. Feuer frei, er wurde entdeckt. Da war der Ton ausgefallen. Ich habe die nicht gesehen vorne, aber sonst hätte ich die vor Baba abgeschossen. Das hätte ich anders gemacht, wenn ich es geschnallt hätte. Einer weniger. Ist das ein Gegner da? Sie. Dann wäre ich den anderen Weg gegangen. Hätte ich schön von oben können absnacken können. Zeigt es mir jetzt wieder einen Nahkampfangriff, wenn niemand rum ist? Das sind meine Jungs. Das ist das Schiff, nicht das da vorne, das kleine. He? Ah, ich habe keine Muni mehr in dieser Waffe. Das ist das Schiff, das wir nehmen. Ich würde gerne noch alle looten, bevor wir weitergehen. Ah, das ist schön. Ja, ich bin hure Scheiße eingestiegen da. Ja, ich denke, das ist das kleine Boot, das ganz vorne steht, das wir müssen nehmen. Ich sehe die aber nicht so, wenn sie mir erklären, wo, was, wie. Einfach so abgekumpt. Oh shit, ich bin gerade mit im... So einen Tank habe ich das Gefühl, braucht ich dafür den. Bei den Schrottis musst du aufpassen, dass du nicht zu nahe gehst. Da ist auch noch einer hier. Der geht auf. Die Kräne sind klar. Schreib die Brücke des Atjan. Alle Händler sind neutralisiert. Verdammt, den haben wir es gezeigt. Okay. Wissen gar nicht, wie ihn geschieht. Sammeln wir den Müll. Anders sollen machen, hätte ich alle sollen lautlos ausschalten. Das wird kein schönes Ende. Nein,
ein schönes Ende mit dem Spiel. Ich bin recht brutal vorgegangen. Ich sollte, das war ja so unschuldig in diesem Fall. Ich hätte nur so einen K.O. schlagen oder so. Genau so einen Tank brauchte ich da. So einen Kanister. Schön sammeln. Da die Zombies sind nicht mehr rum. Hier ist der versteckte. Die decken das. Ui! Hä? Was hat mich da angespuckt? Das ist irgendwas Tier. Das Riesenviech, weil ich es nicht getötet habe, wird sicher noch zum Problem. Ah nein, das machen wir nicht, das ist für nichts. Da muss ich nicht hungern. Okay. Schön, das ZF jetzt noch, gell? Okay. Wir nehmen dann wahrscheinlich schon das kleine Boot. Am Ende. Die Frage ist, ob dann jemand am Leben ist von denen. Nö. Die zum Teil zwei Waffen. Was ist denn das? Ein Seil fliegt in die Luft. Überall liegen Kanister, aber dort, wo ich ihn brauche, wo sie aufnehmen, das kenne ich. Ja, ich ziehe zum Glück zwei Waffen. Cool. Ich denke, ob da einer durch die Wand ab, der Decke abglitscht, aber das sind nur Hosen. Das finde ich ein Shit, dass du keine Muni sammeln von den Waffen. Dass du dann Komponenten einsammelst und dann etwas daraus machen. Ich würde sagen, da kann er nicht drauf klettern, das geht nicht. Mhm. Hände hoch. Nicht schießen, ich kann bezahlen. Die Waren, nehmt sie euch. Ihr könnt die Waren haben. Ruhig bleiben, wir sind's. Spätfalls nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Komm hin und weg. Glück, Leute. Mögen Wind
Jetzt kann ich nicht mehr auf die Insel da. Ich mach gerne auf die Insel. Da ist einfach ein super Versteck. Das Problem ist wirklich, wie beide Kanister sind leer gewesen und dort sind gelegen. Ob man die vielleicht hätte können nachfüllen irgendwie mit Zeug, die man gesammelt hat und ich ja nichts dabei hatte. Wir sind jetzt fast da. Da, seht ihr das Feuer ganz oben? Das da. Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrei. Näher an Gott, versteht ihr? Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Geile Wetterstimmung da. Hey, du da an Land! Fang die Leine! Und Artyom, sollen wir los? Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Hals und Beinbruch. Das ist erst der Vortritt. Ja, nur dann werden wir hier auch nicht alles entdecken, ist wahrscheinlich. Aber so wie das gesichert ist, hat das irgendwie eine Verbesserung gegeben von seiner Ausrüstung. Ich hoffe, das ist nicht immer so tricky wie auf dieser Insel. Wenn es einfach das Rätsel ist, Benzin zu finden, was es nicht hat. Ich schalte mal aus. Ich hätte ja das Nachtsichtgerät, dass es dunkel wird. Ich schließe jetzt mal noch mal Karl.